coração. Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B Nord. Itzehoe Eagles gegen Ristwil. Derby Time. Die beiden vermutlich besten Mannschaften aus Schleswig-Holstein treffen hier aufeinander in der altehrwürdigen Lehmwoldhalle. Sie sind am Bildschirm mit dabei. Wir sind vor Ort in der Halle. Wir, das bin aber ich, Nico Totzek, und neben mir der einzigartige, unvergleichbare Flavio Stückum. Hallo Flavio. Hallo, was geht ab? Szenen aus dem ersten. Die jetzt kommen ganz gut rein. Trey McBride schließt, macht da weiter, wo er letztes Mal aufgehört hat. Hier schon mal der Spielzug des Spiels bisher. Es wird schwer sein, ihn zu überwinden. Die Hail Mary von Newberg auf Romley. Aber auch Wedel ist mit dabei, selbstverständlich. Dreierversuche, die haben auch ganz regelmäßig jetzt Sieg gefunden. Cleary schreit auf jeden Fall voran bei den Gästen. Aber auch Shaquille Romley, der sonst eigentlich eher in der Zone zu Hause ist, sieht man jetzt hier mit dem Dreierversuch oder Dreierwurf. Und wir sind wieder zurück zum Start des vierten Viertels. Der Hitzegel gegen Ristwil. Ja, die Spannung hat jetzt ein bisschen nicht die Halle verlassen, aber schon erstmal vor der Halle. Denn die Eagles sind hier, wie wir schon gesagt haben, stark am Ballen. Also wirklich starke Aktion von den Eagles. Eine hervorragende Dreierquote. Ich bin super dabei, dem die Führung auch absolut verdient ist. Mehr als 30 Punkte Führung. Ja, ich finde auch, dass er, wie gesagt, der Saisonverlauf, es passt gerade richtig positiv in den Saisonverlauf. Genau. Ich hätte auch gerne ein anderes Spiel gesehen. Ich glaube, jetzt wollte Emil uns nicht mehr beweisen, ob er nun heiß ist oder nicht. Nee, aber er glüht für sich selber. Für sich selber. Wann ist er? Da sind wir in Emil Masche, hervorragend gespielt von ihm.